So, weiter geht's. Ich muss mich an der Stelle für diesen verrauschten Ton entschuldigen. Ich habe, glaube ich, vorhin schon mal erwähnt, ich habe mir einen neuen Computer gekauft. Und irgendwie scheint das mit diesem Mikrofon noch nicht so zu funktionieren. Also auch an dieser Stelle, wenn irgendjemand so einen Tipp hat, wie man hier vernünftig aufnehmen kann, ohne dass man dieses Rauschen ständig im Hintergrund hat. Also das letzte Mal war es das Netzteil von meinem Switch, das ist es jetzt aber nicht. Keine Ahnung, was da jetzt diesmal so rauscht. Vielleicht gibt es irgendwie Lösungen, USB-Mikrofon oder sonst was. Mal gucken. Also wenn jemand eine Idee hat, in die Kommentare damit. Also das ist hier die Fortsetzung zum Teil 4, also Teil 5, ist ja eigentlich klar. Macht keinen Sinn, hier einzusteigen, wenn ihr das vorherige Video nicht gesehen habt. Deswegen, wenn ihr jetzt hier gerade angefangen habt, besser Teil 4 angucken. Link dazu in der Videobeschreibung, ansonsten geht es jetzt hier weiter. Wir haben jetzt also dieses Ding hier erstellt und die Linien und diese Marke hier angepasst, indem wir diese Handle erstellt und angepasst haben. Jetzt möchten wir, ich habe hier vor Y2 noch erstellt, ich möchte noch einen zweiten Plot einfügen und mache jetzt Folgendes, es wird jetzt nicht funktionieren, aber zum Demonstrieren ist es ganz gut. Ich erstelle also wieder diesen Verweis auf diese Linie später, also nochmal zur Wiederholung. HFig ist also das Handle, das auf dieses Figure zeigt, also das ist der Verweis auf die Eigenschaften von dem Fenster. HAx1 ist der Verweis auf die Eigenschaften von dem Achsensystem und HPY1 ist der Verweis auf die Eigenschaften dieser Linie. Also Achsensachen muss ich in dem Achsensystem ändern und die Linieneigenschaften halt eben in denen von der Linie. So, jetzt mache ich halt eben nochmal einen Plot und dann bekomme ich halt eben nochmal so ein Handle, das mir dann halt eben die Eigenschaften von der zweiten Linie anzeigt. Plot, nochmal mehr Plot, auch wieder in das Achsensystem 1. Das kann ich jetzt eingeben, wenn ich dieses Handle habe, T, Y2. Also wenn ich das jetzt ausführe, dann passiert nichts. Also es sieht dann anders aus wie erwartet. Ich habe nur eine Linie, obwohl ich eigentlich zwei plotten will. Es ist so, dass wenn ich einen Plot erstelle und ein Plot in ein Achsensystem gezeichnet wird, dass das Achsensystem dann, wenn man dem nichts anderes sagt, dann enthält ein Achsensystem, enthält immer nur eine einzige Linie. Und wenn ich da eine neue Linie einzeichne, dann wird die alte gelöscht. Um das zu verhindern, benutzt man den Befehl hold. Ich kann jetzt hier, das muss ich vorher eingeben, also nachdem ich also an dieser Stelle das Achsensystem erstellt habe, und die erste Linie eingezeichnet habe, oder auch schon früher, kann ich also machen, nachdem ich das Achsensystem erstellt habe. Also sobald ich ein Achsensystem habe, kann ich das mit Hold, kann ich sagen, dass dieses Achsensystem jetzt nicht geleert werden soll, wenn eine neue Linie dazu kommt. Ich kann eingeben Hold On, das heißt also das aktuelle Achsensystem, also das ist dasselbe, was ich mit GCA, wenn ich also GCA eingebe, dann bekomme ich das aktuelle Achsensystem zurück. Also dieses Achsensystem, das aktuelle Achsensystem, nimmt dann mehr als nur eine Linie auf, wenn ich Hold On eingebe. Also sobald ich Hold On habe, wird mehr als die aktuelle Linie da drin gespeichert. Problematisch ist nur, wenn ich einfach immer nur Hold On reinschreibe, dann ist es halt immer nur das aktuelle Achsensystem, was da eben gehalten wird und das kann manchmal zu Unübersichtlichkeiten führen. Besser ist es zu schreiben, ich halte das Achsensystem AX. Es gibt nämlich hier Hold, also ich kann entweder schreiben Hold On, so wie ich es hatte, oder Hold und dann diese Zeichenkette übergeben mit On. Oder ich nehme das hier, das ist eigentlich die schöne Variante. Hold. Dieses Handle auf das Achsensystem ist HAX1, also ich möchte das Achsensystem HAX1, dieses, das ich hier habe, das möchte ich, dass das jetzt mehr Linien aufnimmt und dann, wenn ich diesen Hold, setze ich diesen Befehl auf On. So kann ich das direkt auf das Achsensystem 1 verweisen. Also dann ist klar, welches Achsensystem jetzt mehr Linien aufnimmt. Es gibt halt eben auch Anwendungen, da wird es mal ein bisschen komplizierter, vor allem wenn man mehrere Achsensysteme überlagert, um halt eben doch mehr wie drei Achsen oder mehr wie zwei Achsen zu verwenden, muss man dann welche überlagern. Da wird es sehr, sehr schnell sehr unübersichtlich, wenn man das nicht so macht. So ist eigentlich klar, AX1 kann jetzt mehr Plots aufnehmen. Wenn ich jetzt auf Run drücke, habe ich die beide da drin. Jetzt kann ich das, ich habe da eine E-Mail bekommen und wurde da gebeten, hier noch ein paar Sachen zu erklären. Und da ging es jetzt halt auch drum, war von Hassan, Gruß an Hassan, wie man jetzt diese Grafiken halt eben verändert. Und ich hoffe, dass ich das mit diesen beiden Videos jetzt so halbwegs erläutern konnte. Da war ein Beispiel drin, das zeige ich jetzt hier nicht, weil das Problem ist immer, wenn man Beispiele von anderen Leuten zeigt, ist das immer ein Urheberrechtsproblem.
Und dort sollten halt auch mehrere Linien in ein so ein Fenster kommen und die sollten dann halt eben da entsprechend angepasst werden. Das ist das Werkzeug, um das anzupassen. Was da zum Beispiel noch war, dass eine Linie, dann die kann man jetzt, also ich mache die jetzt mal noch, ich mache die mal rot, 1, 0, 0. Also das ist dann so ein Knallrot, wenn ich das jetzt nochmal ausführe, dann wird die rot. Sieht halt immer wegen Rand anders aus, aber habe ich ja schon mal gesagt. Ich kann die auch gestrichelt machen. Ich glaube, das heißt Line Style. Also irgendwann kennt man sie auswendig. Ich hoffe mal, dass das so ist, glaube ich, gestrichelt. Also ich muss, also immer wenn ich Zeichenketten habe, muss ich die halt in so Hochkomma setzen. Dann gibt es also On und Off, wird also immer ein Hochkomma gesetzt. Ein X zum Beispiel oder auch solche Striche. Ich meine, dass das die gestrichelte Linie ist. Probieren wir mal aus. Genau, ist die gestrichelte Linie. Also so meine gestrichelte Linie. Ich kann natürlich statt Plot, kann ich auch... ich meine, es war das Step? War das Step? Ne, gibt's nicht. Einen Moment. Das ist also, nee, ist, ach, Step ist, oh Gott, das hat was mit Übertragungsfunktionen zu tun. Jetzt muss ich mal eben nochmal was nachgucken. Ich weiß jetzt nämlich nicht mehr genau, wie das heißt. Ich mache das hier nochmal ins Vollbild. Wenn ich, also es gibt ja nicht nur Linien, wie ich plotten kann, sondern es gibt auch noch andere Varianten. Also wenn ich T und Y1 darstellen will, dann kann ich hier im Workspace T, Steuerung-Taste gedrückt halten und Y1 markieren und kann jetzt hier auf den Reiter Plots gehen. Und jetzt sehe ich hier alle möglichen Möglichkeiten, wie ich das jetzt darstellen kann. Wenn ich jetzt hier auf das Ding erweitern gehe, dann sehe ich jetzt, was ich alles machen kann. Plot as Bar Area. Stairs war es, genau. Also Stairs ist dann, wenn ich jetzt hier drauf drücke, dann erstellt er das auch. Also das Problem ist, der führt einfach nur den Befehl aus und je nachdem, was ich dann hier vorher gemacht habe, fügt er das halt einfach ein. Aber so, hier gibt es ja eine Übersicht. Also wenn ich die Daten markiere, dann kriege ich hier eine Auswahl, worauf, was ich jetzt alles damit machen kann. Es gibt hier noch mehr, die sind, also hier steht Plots für T und Y1. Es gibt noch mehr, aber die kann ich halt eben mit den Daten, die ich machen, das sind halt irgendwelche dreidimensionalen Sachen. Wenn ich auf All Plots gehe, dann sehe ich das. Also hier Surf und Mesh geht natürlich nicht, weil ich keine Daten habe, die jetzt da irgendwie dreidimensional darstellbar sind. Also, genau. Stairs war das. So, und mit Stairs erzeuge ich also keine Linie, sondern ich setze von dem einen Punkt die Linie horizontal fort und gehe dann mit einer Linie auf den nächsten Punkt. Hat natürlich einen Nachteil, wenn ich es andersrum haben will. Es könnte natürlich sein, ich möchte die, ich möchte das hier schon nach oben haben und dann, also, ja, wie sagt man, also, dass ich dann den aktuellen Punkt nicht, also dass es nicht hier so rumgeht, sondern andersrum, dass also diese Linie hier nach oben geht und dann hier weitergeht und dann geht die Linie hier erst nach unten und dann horizontal. Also hier ist es so, es geht erst horizontal und dann vertikal nach oben. Und manchmal möchte ich es auch so haben, dass es erst vertikal nach oben geht und dann horizontal. Da kann ich auch Stairs verwenden, muss ich aber noch ein bisschen tricksen. Machen wir am Ende oder, ja können wir eigentlich, machen wir eigentlich am besten gleich. Oder machen wir eben das noch fertig und dann zeige ich noch eben, wie das mit diesem Stair-Plot funktioniert. Das kriegen wir nämlich noch auch noch unter. Ist nämlich nicht immer so gewünscht, dass man es so machen will. Manchmal soll es nämlich auch andersrum sein. Da muss man dann tricksen, ist dasselbe Befehl. Also mit Stairs statt Plot bekomme ich diese Darstellung hin. Ich kann jetzt einfach mal Plot durch Stairs ersetzen. Wenn ich Glück habe, sind die Eigenschaften von Color und Line Style gleich. Das müssen wir jetzt einfach mal ausprobieren, indem wir das nochmal ausführen. Gehen wir auf Editor und Run. Ja, sind auch dieselben Eigenschaften. Also es gibt auch die Möglichkeiten, die Linie von Stairs zu ändern. Das heißt jetzt hier auch nicht mehr einmal eins Line, sondern das heißt jetzt eben Stair. Das hat andere Eigenschaften hier. Ist aber auch nicht unbedingt so unterschiedlich, wie es jetzt bei Plot war. Also sind viele Sachen sind identisch. Ich habe Marker, dann hier diese Linie, kann ich die Farbe ändern, ich kann die Linienart hier wieder ändern. Übrigens, wenn ich auf das Dropdown-Menü gehe, dann sehe ich also, es gibt noch einen Doppelpunkt und einen Minuspunkt gibt es auch noch. Ich kann natürlich auch Known eingeben, dann ist sie ganz weg. Also Doppelpunkt ist dann, ich weiß gar nicht, was der macht. Ja, der macht dann so feine Punkte. Wenn ich Known eingebe, das kann ich hier zum Beispiel mal machen. Also ich kann H und das Stich Pips dann 1 Punkt Line Style gleich Known machen, dann ist es weg, dann ist die Linie gar nicht sichtbar. Dann werden nur die Markierung geplottet, das geht also auch. Also gibt es relativ viele Möglichkeiten, wie man das da machen kann. So, und was jetzt noch ganz interessant ist, ich kann
jetzt noch eine Legende einfügen. Und zwar geht das mit dem Befehl Legend. Und normalerweise gibt man einfach nur ein Legende und übergibt zwei Strings. Zum Beispiel Y1 und Y2. Das ist die einfache Variante. Wenn ich auf Run drücke, dann habe ich jetzt hier die Legende, die und diese Legende nimmt automatisch die, die Plots und die Linien, die jetzt halt in diesem Achsensystem sind, und fügt ja diese Legende ein. Das ist die einfache Variante, gebe ich einfach so ein. Es geht natürlich wie immer ein bisschen, manchmal kommen dann so Spezialaufgaben, dann heißt es dann, ja, da soll nur das und das rein, und dann soll da irgendwie die Legende irgendwie oben links und hinten grün sein oder irgendwas. Wie immer kann ich auch hier einen Verweis erstellen, den nenne ich jetzt hleg gleich Legend, dann bekomme ich hier einen Verweis darauf und kann natürlich hier auch wieder alles Mögliche, also das ist hier dieser hleg, dieser Verweis, dieses Handle hier drauf, auch hier kann ich wieder alles Mögliche jetzt ändern. Also interessant ist hier vor allem Location und Size. Also hier gibt es alle möglichen Sachen, die wir hier irgendwie einstellen können. Wenn ich das ändere, sieht man, was passiert. South, West, Outside, um Gottes Willen. Also None ist frei beweglich und also ja, North, ich glaube North East ist Standard. North East ist Standard, genau. Also auch hier kann man relativ viel, sondern man kann eigentlich alles einstellen an diesem Teil. Interessant ist hier vor allem bei Location, wenn ich jetzt hier North, also mit Northeast und so weiter, kann ich es halt irgendwo ausrichten. Was interessant ist, ist das ganze Ding auf Known zu stellen und dann die Position selber anzugeben. Für die Position gilt sowohl für die Legende wie auch fürs Achsensystem. Die Positionen werden von der Legende, also die Legende wird nicht, also wenn man die auf den Non stellt, wird die nicht an dem Achsensystem positioniert, sondern im Fenster selber. Wenn man was in diesem Fenster positioniert, das gilt also fürs Achsensystem genauso wie für die Legende, dann ist hier unten links ist 0, also 0x und 0y und oben rechts ist 1. Also man hat dann hier diese Werte 0,77, ist also 0,77 ist dann ungefähr hier. Und 0,89 ist dann halt eben hier. Das ist dann halt die Y-Komponente da davon. So, wenn ich das jetzt hier mit diesem Edit-Ding, wenn ich hier drauf drücke und ich verschiebe das, da passt das sogar an. Also wenn ich jetzt diese Legende verschiebe, sieht man, wenn ich die unten ins Eck tue, da ist dann 0,0 mit Minus, ist natürlich dann aus dem Fenster raus. Und ich kann natürlich auch die Größe, na, komm her, ich kann die Größe natürlich auch ändern, dann sehe ich, was diese Eigenschaften da von der Größe machen. Eine ganz nette Kombination ist natürlich, hier diesen Edit-Plot zu benutzen, diese Legende sich dann da hinzuziehen, wo man sie haben will, und dann die Größe manuell einzugeben. Also hier, also jetzt habe ich 0,76, 0,8, dann kann ich hier zum Beispiel hleg.position gleich, jetzt muss ich gucken, was hatte ich jetzt hier, Inspektor, lass mal darüber, 0,88, dann nehme ich noch 0,2 und 0,08 für die Größe. Ich habe es jetzt ein bisschen gerundet. So, wenn ich das jetzt nochmal ausführe, haben wir noch einen Punkt, Komma dahinter. Wenn ich das jetzt nochmal ausführe, dann sieht es halt genauso aus. Also so kann ich dann die, ich kann also immer die Eigenschaften über diesen Mauszeiger mit Edit Plot hier verändern und kann dann das manuell über diese Handle hier wieder setzen. Das Ganze kann ich natürlich auch mit dem Achsensystem machen. Ich kann auch das Achsensystem in der Größe verändern. Ich kann es hier rumschieben und ich kann die Eigenschaften auch hier in dem Achsensystem ändern. Auch hier heißt das Ding Position. Ich kann es hier auch kann es jetzt auch nachträglich noch ändern. Kann also sagen h-ax1.position ist gleich, jetzt kann ich mal sagen, in der Mitte ist zum Beispiel 0,5 und dann mache ich das ein bisschen kleiner, mache jetzt 0,2, so, das ist jetzt also, na, wo ist jetzt, dafür ist keiner da, in der Mitte positioniert, also x und y, und 0,2 ist also die Größe von dem Ding, also x Breite und die Höhe davon. Wenn ich das jetzt ausführe, wird es halt ein bisschen kleiner, ne? Und so kann ich jetzt, wenn ich jetzt ein neues Achsensystem einfüge, kann ich zum Beispiel h-ax2 erstellen, Axis, zack, das ist ein Achsensystem darüber und kann jetzt sagen h-ax2.position ist gleich, das machen wir mal unten ins Eck, 0,1
Komma oder oben ins Eck 0,9. Dann tun wir das hier ein bisschen nach unten. Dann kriegen wir die vielleicht so ein bisschen nebeneinander. Und auch das 0,3 und 0,3. So von der Größe, dann ist das ein bisschen, ja, also hier hat sie ja nur irgendwas eingegeben. Wenn ich jetzt auf Run drücke, dann bekomme ich ein Problem. Warum? Position, da fehlt ein I. Dann funktioniert es auch. Run, so. Jetzt geht es ein bisschen aus dem Monitor raus. Dann machen wir mal 0,7. 0,6 meinetwegen. Da muss man mal ein bisschen rumprobieren. Besser ist natürlich, das hier mit der Maus zu verschieben und dann einfach hier dieses, das ist jetzt hier der Verweis da drauf, AX2, den ich hier erstellt habe, und dann hier einfach Position zu suchen und dann halt eben diesen Dinger wieder manuell zu setzen. Ja, das ist natürlich dann die einfache Variante. Das Achsensystem 0 ist beim Achsensystem hier unten. Also wenn ich jetzt das auf 0, also die Koordinate, diese Ecke hier unten, die unten links, die wird positioniert. Also ich gebe hier mit 0,1 und 0,6 gebe ich die Koordinaten von der unteren linken Ecke hier an. Und das ist bei der Legende übrigens genauso. Also so kann ich solche Sachen verändern. Ich kann jetzt natürlich in dieses Achsensystem auch wieder mit Plot, ich habe jetzt halt da in Y1 und 2 da, ich kann jetzt zum Beispiel auch sagen, H und P, Y2, H2, A2 nenne ich das jetzt mal, ist dann halt eben Plot und dann jetzt halt eben, ich plotte dann das Ganze auf H und AX2, Komma, dann brauche ich noch T und Y2. So, wenn ich das jetzt ausführe, dann bekomme ich in dieses Fenster, wenn ich nichts falsch gemacht habe, halt eben auch nochmal das dargestellt. Also, ja, so ungefähr kann ich das machen. Wenn ich jetzt hier nochmal zurück zur Legende, das machen wir jetzt nochmal raus, das, also, nur damit man mal gesehen hat, wie es funktioniert. So, das schmeißen wir wieder raus, dieses ganze Zeug, das 2D-Achsensystem, lassen das mal wieder so und beschäftigen uns nochmal kurz mit der Legende. Es kann passieren, dass man nicht alle Plots oder nur ein paar wenige hier darstellen möchte. Dann kann ich der Legende kann ich auch einen Vektor übergeben mit den einzelnen Linien. Also ich kann zum Beispiel sagen, dann habe ich die halt alle drin. In der Legende soll auftauchen H-PY1 und H-PY2. Das ist jetzt ein Vektor und dieser Vektor enthält die beiden Verweise auf den Speicher, wo diese Eigenschaften von diesen Plots hier gespeichert sind. Wenn ich jetzt 4 oder 5 habe, dann kann ich halt 4 oder 5 hier reinschreiben. Danach mache ich ein Komma und jetzt kommen die einzelnen Texte, nämlich hier Y1 und Y2. So, wenn ich das jetzt ausführe, ich hoffe, dass es richtig ist. Ja, ist richtig. Dann stehen halt, ist genau das, was wir jetzt hier haben. Aber ich kann jetzt hier zum Beispiel Y1 rauslöschen und lösche hier auch Y1 raus. Dann habe ich nur Y2 in der Legende stehen. Das kann man zum Beispiel so machen. Oder wenn ich jetzt halt nur eine gewisse Auswahl von den Dingern hier in der Legende haben will, dann kann ich das so machen. Und natürlich habe ich hier auch das Handle, um die Legende zu verändern. So, dann gab es noch eine weitere Frage von Hassan, nämlich wie man Text einfügt. Also es war zumindest in der Aufgabe, dass man da noch einen Text mit auf diesen Plot einfügen soll. Das machen wir auch noch. Und es gibt jetzt hier zwei Möglichkeiten, wie man Text hinzufügen kann. Also Frage war ja, es gab so ein Beispiel, und da war halt eben hier unten noch ein Text an der Achse dran gestanden. Und es war ein Text hier ich weiß gar nicht, ob hier noch einer drin war. Also es gibt auf jeden Fall zwei Befehle. Der erste Befehl, der heißt einfach Text. Und natürlich gibt auch Text ein Handle zurück. Und dieser Text bekommt folgenden Befehl, der bekommt also die Koordinaten. Ich setze ihn jetzt mal an 2,1 und der Text heißt im Plot und so. So, das ist also die Möglichkeit, den Text da einzufügen. Dieser Text wird dann halt eben ins Achsensystem eingefügt. Dann ist der hier. So, ich kann den jetzt auch auf minus 0,2 setzen. Dann ist der da drunter. Das ist eine Möglichkeit, dass ich also diesen Text da so drunter kriege. Das ist, war auch so ein Teil der Aufgabe. Also ich muss hier halt X- und Y-Werte angeben, die jetzt hier
Ja, also ich brauche jetzt die X und Y-Werte, die das Ding am Achsensystem positionieren. Es ist gemein, wenn ich die Achsenskalierung verändere, dann ist nämlich das hier unten, passt jetzt nicht mehr zu X und Y-Achse. Also wenn ich jetzt hier X und Y, das ist ja hier an den Koordinaten hier fest, das ist ein Riesenproblem bei Text. Das kann ich machen, wenn ich hier einzelne Datenpunkte irgendwie beschriften will. Und dann kann ich das machen. Ich setze das mal wieder auf 1. Hier, dann ist das hier in der Mitte. So, das ist die eine Möglichkeit, Text hinzuzufügen. Die andere Möglichkeit ist eine Annotation. Und diese Annotation, das ist jetzt ein ziemlich kompliziertes Ding, die kommt in das Figure, nicht in das Achsensystem. Das heißt also, ich nehme hfig, den Verweis auf dieses Ding, h-fig. So, und jetzt muss ich vorsichtig sein. Wie funktioniert das jetzt? Sorry, muss ich eben nachgucken. Also, Annotation erstellt also so eine Art, ich kann das auch hier einfügen mit Textbox. Also ich brauche eine Textbox, hoffe ich. Einen Moment. So, nach Textbox gebe ich die Position an. Da muss ich also wieder die Koordinaten finden. Ich gebe einfach mal 0,2 an. Das ist also X und Y. Dann brauche ich die Größe von dieser Textbox. Das ist mir jetzt mal 0,4, 0,4. Ich kann das nachher nämlich immer noch ändern. Das ist gleich gar nicht so dramatisch. Ich gebe dem Ding auch wieder ein Handle, dass ich also darauf auch noch zugreifen kann. So, dann müssen wir sagen, da steht was drin. Also müssen wir einen String übergeben. Und dieser String heißt zum Beispiel, dies ist Text. Das ist leider ziemlich lange. Wenn ich das jetzt so mache, dann ist hier noch ein Punktkomma dahinter, damit er da ruhig ist. Dann erstellt er mir hier so einen Rahmen drumherum, weil das Ding halt eben Textbox hat, heißt, und dann muss ich hier noch sagen, Line Style, None. Das kann ich auch noch machen. Also ich kann das natürlich auch im Handle ändern mit Line Style, None. Aber dieser Text ist jetzt nicht an dem Achsensystem fest, sondern der hängt jetzt als Objekt im Figure drin und ist vom Achsensystem unabhängig. Das meine ich, wenn ich das Achsensystem lösche, ist alles weg, außer dieser Text, weil der mit dem Achsensystem nichts zu tun hat. Jetzt macht es natürlich hier Sinn, die richtige Position rauszukriegen, also Doppelklick hier, um dieses Handle von dieser Textbox zu kriegen. Auch hier gibt es wieder Location and Size, gibt es wieder Position, einmal 4 Double Array. Wie komme ich denn da jetzt ran? Ah, oh Gottes Willen, das ist jetzt aber gemein. Also das ist nicht mehr so schön wie vorher. Ich kann also, gehe jetzt hier auf Edit Plot, pack diese Textbox, das ist also diese hier, jetzt mache ich die ein bisschen kleiner und schiebe mir die hier hin, wo ich die haben will. Das war jetzt bei der Aufgabe, stand es hier unten neben der Achse. Also das hatte nichts mit der Achsenbeschriftung zu tun, sondern es stand halt hier drunter. Jetzt muss ich hier Position angucken, also ich klicke hier auf diesen Button, dann kriege ich hier die Position. Also das schiebe ich hier mal runter und das schreibe ich mir jetzt hier in mein Skript rein. Das geht so gar nicht, ist das gemein. 0, ach, das ist ja gemein. Muss ich das erst wieder zumachen, ne? Also 0,71, 0,007, also 0,71, 0,71 und 0,007. Jetzt muss ich eben nochmal gucken, was waren die anderen beiden? 0,16 und 0,06. 0,16 und 0,06. So, wenn ich das jetzt ausführe, dann ja, habe ich das jetzt programmiert. So. Dann haben wir das hier unten. Dann gibt es natürlich noch Achsenbeschriftung. Kann ich jetzt, das war jetzt auch noch in diesem Beispiel, das mir da per E-Mail geschickt wurde. Achsenbeschriftung füge ich entweder simpel zu X-Label. Das ist eigentlich die einfache Variante. X-Label ist dann zum Beispiel Zeit. Da muss ich halt auch dann String eingeben. Und Y-Label ist dann eben Y. Achse oder irgendein Schwachsinn. Ne? So, Run, dann habe ich die Beschriftung da dran stehen. Ich kann das auch über die Handles machen, ich kann also auch eingeben, muss ich gucken, wenn ich das wieder wegmache. Das ist also hfig, da muss ich nur aufpassen, das ist nämlich ein String, das ist manchmal gar nicht so einfach. Also so kann ich mit X-Label kann ich halt einfach nur so den Text dahin schreiben. Wenn ich das über das Achsensystem mache hier, dann habe ich natürlich auch die Möglichkeit, mal gucken, wo steht denn das hier? Axis Scale Direction. Machen wir mal lieber mal alphabetisch, dann kriegen wir nämlich wieder alles. X-Label, genau. Es gibt hier nämlich noch andere Möglichkeiten, also wo steht denn das? X-Tick Mode.
X-Label, das ist also dieses Teil hier. Ich kann also X-Tick-Label, sorry, X-Tick, einen Moment, X-Lim. Nee, also Quatsch, vergesst das mal wieder ganz schnell. Also die Beschriftung erstelle ich immer mit X-Label und ich kann das Achsensystem hier eingeben, so rum war es nämlich. Also es ist nämlich auch ein Objekt, das erstellt wird. Und kann dann sagen, Achs, was weiß ich, das ist jetzt h-ax1, Komma und dann jetzt eben den String, das ist halt eben jetzt die Zeit t in Sekunden. Und an der Stelle möchte ich auch nochmal erwähnen, niemals Zeit t und dann Sekunden in eckige Klammern oder sowas. Die eckigen Klammern sind nicht dazu da, dass man die Einheiten in eckigen Klammern setzt. Das wird auch immer ganz gern gemacht, kann ich an der Stelle auch nochmal sagen. So, habe ich hier Zeit t in Sekunden. Auch das Ding hat, gibt ein Handle zurück, dann kann ich jetzt also hier sagen, h, x-Label gleich das hier und dieses Handle hat natürlich, wenn ich da doppelklick, alle möglichen Eigenschaften, Font Size 11 zum Beispiel und jetzt kann ich hier zum Beispiel auch sagen, na, h-x-Label.fontsize gleich 6, dann wird das sehr klein. Zum Beispiel so. So, das müsste eigentlich reichen, um so die Fragen, die mir da per E-Mail zugeschickt wurden, um das so hinzukriegen. Das ist jetzt kein schönes Beispiel, das ist jetzt einfach mal alles Mögliche da so drin. Ja, wenn es noch Fragen gibt, ab in die Kommentare damit. Wenn es noch einen Wunsch nach weiteren Teils dieser Reihe gibt, auch in die Kommentare damit. Ich weiß nur nicht immer genau, was ich da so erzählen soll, weil das meiste jetzt eigentlich, glaube ich, gesagt ist. Ich könnte beim nächsten Mal noch was über dreidimensionale Darstellungen machen. Das ist auch so ein Thema für sich. Ansonsten mal danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.